Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Drive with me für euch. Ich habe meine Tasche noch an, egal, die lasse ich jetzt noch an, die sollte euch ja eigentlich nicht stören. Ich habe gedacht, wir fahren kurz zu Meckes. Ich hole jetzt Melina nämlich vom Hauptbahnhof gleich ab. Die kommt heute, weil heute ist Freitag und Sonntag ist ja die Babyparty. Wenn ihr das Video seht, ist die Babyparty schon rum. Und habt ihr das Video wahrscheinlich von der Babyparty auch schon gesehen. Auf jeden Fall, ja, dachte ich, wir machen das. Und ich würde sagen, wir fahren los. Eine Frage, die ich bekommen habe, war, glaubst du, dass aus einem Tinder-Kontakt was werden kann? Ja, glaube ich schon. Hauptsache, ich fahre so direkt bei der Polizei vorbei, aber ich tue ja nichts Verbotenes. Ich filme mich ja nur selbst, ich feiere vernünftig, ich bin ja nicht am Handy. Ich denke schon, dass aus dem Tinder oder generell aus so Dating-Seiten, dass da was draus werden kann, auf jeden Fall. Es ist halt nicht oft der Fall, ne? Das muss man halt auch auf jeden Fall berücksichtigen. Warum komme ich denn jetzt hier schon wieder nicht raus? Ich hasse diese Kreuzung hier, die ist zum Kotzen, ehrlich. Kommt halt drauf an, ne? Weil es gibt Leute, die suchen auf Tinder, Badoo und Lavoo und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Die suchen da was Ernstes. Es gibt aber auch Leute, die suchen halt nur was Lockeres. Und das ist ja schon immer so. Und du musst halt gucken, an was für eine Person du gerätst und was für eine Person dir halt gefällt. Und ja, deswegen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, safe kann daraus was werden, auf jeden Fall. Warum nicht, wenn beide da Lust drauf haben, wenn man sich richtig kennenlernt. Es ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als wenn du jemanden in der Bar oder so kennenlernst. Und die meisten Menschen sind ja da auch dann relativ offen und sagen, hallo, warum fährst du nicht? Nee, das sagen sie nicht. Aber sie sagen dann so, ja, von wegen, pass auf, ich suche nur was Lockeres oder ich könnte mir auch was Festes vorstellen oder wie auch immer. Es ist ja nicht grundsätzlich so, dass auf Tinder nur Leute unterwegs sind, die nur Lust haben, mit jemandem ins Bett zu steigen. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen würde ich sagen, da kann schon was draus werden. Also ich hatte ja mal so ein Videoformat. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen das sicher. Da hatte ich mir einen Tinder-Account gemacht und habe ein bisschen mit den Typen geschrieben und habe euch immer so vorgelesen, was die so schreiben und so. Dabei war auch der ein oder andere Typ, von dem ich mir hätte vorstellen können, dass er sich mit mir was Ernstes hätte vorstellen können. Also ich habe das gleich so von Anfang an kommuniziert. So, ich habe ja das so ausgelegt, als wäre ich auf der Suche nach so Dates und sowas. Ich habe das letztendlich natürlich nie gemacht, weil ich ein kleiner Hosenschisser war. Und es war ja auch eigentlich mehr so für mein YouTube-Format alles so gedacht. Letztlich wäre es durchaus möglich gewesen, dass da was Festes draus wird. Safe. Wie fange ich an, meine Insecurities zu lieben, wie Brüste und Bauch? Da steht die Polizei. Wuhu! Was ist denn heute los? Ja, ich fahre auch durch die Stadt. Was ist los mit mir? Pass auf. Das Ding ist, jetzt stehe ich an der Ampel, ist perfekt. Dann kann ich auch mal die Tasche ausziehen, weil irgendwie stört die mich doch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt einfach so, dass jeder Mensch eigentlich Insecurities hat. Also jeder Mensch ist mit irgendwas an seinem Körper unzufrieden. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Und bei mir war oder ist das auch so. Wichtig ist nur, dass du diesen Punkt im Leben findest, an dem du damit klarkommst und dich das nicht mehr so stört. Also, dass nicht mehr der Mittelpunkt deines Lebens ist, sag ich mal. Und du morgens aufstehst und denkst, boah, ich weiß schon wieder nicht, was ich anziehen kann, weil ich mich so unwohl in meinem Körper fühle. Und ich habe euch das schon oft gesagt, irgendwann im Leben kommt der Punkt, an dem du das gar nicht mehr als wichtig empfindest, weil andere Sachen einfach Priorität haben und wichtig sind. Natürlich soll man sich in seinem Körper wohlfühlen, aber was ich damit sagen will, ist, dass man irgendwann wirklich das Lieben lernt. Ihr kennt mich, ich habe auch einen etwas dickeren Bauch. Natürlich, ich bin gerade auch schwanger, das ist halt noch eine andere Nummer, aber auch davor war das so, dass ich nie richtig schlank war. Und auch mit meinen Bubis war ich auch nie so zu 100% zufrieden, weil ich da einfach gerne etwas mehr gehabt hätte. Deswegen habe ich ja lange überlegt, mache ich eine Brust-OP. Auf jeden Fall ist es ein langer Prozess. Du musst dir einfach selber verinnerlichen und selber sagen, dass du schön bist, wie du bist. Es gibt Dinge an deinem Körper, die kannst du ändern. Wenn du dich zu dick fühlst, kannst du was dagegen tun. Dann kannst du Sport machen, du kannst dich im Gym anmelden. Du kannst, weiß ich nicht, verschiedene Diäten ausprobieren, wenn es halt extrem ist, sage ich mal. Da gibt es ja Mittel und Wege. Man muss ja nicht damit leben, ne? Sagen wir mal so. Genau, aber ansonsten kann ich euch aus meinen Erfahrungen sagen, dass es auf jeden Fall ein Prozess ist, der mit der Zeit kommt. Das Ding ist, dass man sich ja gerade in der Schulzeit und so oder auch bestimmt auf der Arbeit, keine Ahnung, teilweise, aber gerade so in der Schulzeit viel mit anderen Menschen vergleicht. Und so war das damals bei mir. Ich habe die anderen Mädels gesehen und ich war so, scheiße, das hätte ich auch gern oder so wäre ich auch gern, so wisst ihr. Irgendwann hat das aufgehört, dann war ich so, warum bin ich eigentlich so unzufrieden?
Frieden mit mir selber. Ich bin doch eigentlich wirklich auch ein schöner Mensch und sollte das doch eigentlich auch nach außen strahlen, weil warum nicht? Wisst ihr, wie ich meine? Weil das ist das, was dir auch erstmal die Attitude gibt, wenn du von außen auch so wirkst, als würdest du dich wirklich wohlfühlen in deinem Körper. Das ist echt ganz wichtig. Ich weiß nicht, was mir einfällt hier, mittags um 1 durch die Stadt zu fahren. Das ist so dumm einfach. Naja, whatever. Auf jeden Fall, ja, ist wichtig, dass man halt selber checkt, ist es ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. Das dauert ein bisschen. Und du musst dir halt immer wieder selber sagen, ich bin schön so wie ich bin. Gerade die Sachen, die für mich vielleicht nicht so schön sind, machen mich zu dem, was ich bin, weil ich einfach nicht bin wie alle anderen. Ich hoffe, ich kann dir damit irgendwie so ein bisschen helfen, aber vergiss nicht auf jeden Fall, dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise wunderschön ist und auch du. Und du dir nicht so den Kopf darum machen musst, ob dein Bauch zu dick ist oder deine Brüste zu klein, weil am Ende des Tages ist jeder von uns schön und das ist ein Fakt. Und was ich auch noch mit auf den Weg geben kann, Kleider machen Leute, Mädels und auch Jungs. Zum Beispiel, keine Ahnung, deine Boobies nicht akzeptieren kannst, weil sie dir viel zu klein sind, dann kauf dir einen Push-Up-BH. Hatte ich auch immer gemacht oder oft gemacht, bis ich irgendwann an dem Punkt war, brauche gar keinen Push-Up-BH. Ich fühle mich auch total wohl mittlerweile in einem BH, der gar keinen Support hat. Wo man nur was reinlegt, dass man halt die Nips nicht sieht. Und das war früher nie so. Ich wäre niemals so rumgelaufen. Und das hat sich halt einfach geändert mit der Zeit, weil ich meinen Körper selber lieben gelernt habe. Mit dem Bauch ist es genauso. Ich wusste halt, was ich tragen kann, damit ich nicht so lustig aussehe einfach. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe dann angefangen, so weiß ich nicht. Aber da war ich schon immer ganz gut drin, so im Kaschieren. Wenn ich nicht mehr schwanger bin, dann kann ich mal so ein Video darüber machen, wenn ihr Lust habt, wo ich euch mal zeige, was für Outfits ich so getragen habe immer. Wo ich wusste, okay, da sieht man meine Problemzonen nicht so drin. Jetzt habe ich übel lang über dieses Thema gesprochen und ich hoffe, dass ich euch in irgendeiner Art und Weise damit oder dir in irgendeiner Art und Weise damit helfen konnte. Was kann man machen, wenn man beim Geschlechtsverkehr nicht abschalten kann? Ich fand die Frage eigentlich ganz cool. Deswegen dachte ich, nehme sie mit rein. Ich habe schon übel lang, glaube ich, nicht mehr über solche Themen gesprochen, weil die Schwangerschaft jetzt einfach ja auch sehr präsent war oder auch immer noch ist. Ich hätte echt woanders langfahren sollen. Es ist so eine Katastrophe hier in dieser Stadt. Naja, kann man nicht ändern. Jetzt bin ich schon fast durch, deswegen ist auch egal. Auf jeden Fall, was kann man machen? Ich weiß, was du meinst. Es gibt so Situationen im Leben, da bist du einfach so verkopft. Und weiß ich nicht, dann ist der Vibe einfach nicht so da, weil du dich darauf nicht konzentrieren kannst, weil du vielleicht andere Dinge im Kopf hast, was auch immer, keine Ahnung, können ja die belanglosesten Dinge sein. Ich glaube, es ist wichtig, dann einfach mit seinem Partner offen und ehrlich das zu kommunizieren, also darüber zu reden, zu sagen, ey, heute ist irgendwie nicht so, ich kann nicht so richtig abschalten. Wenn das aber häufiger der Fall ist bei dir, dann ist es ja irgendwas, was dich nicht so, wie sagt man das? Du kannst dich ja nicht so fallen lassen. Dann hat es ja irgendwas mit dem Geschlechtsverkehr an sich zu tun. Also dann stimmt ja irgendwas nicht so, weißt du? Dann ist dir vielleicht, keine Ahnung, irgendetwas unangenehm oder du fühlst dich nicht so wohl. Und ich habe es euch schon oft gesagt, dann ist wirklich der Schlüssel zu dem, deinem Partner oder Partnerin zu sprechen darüber. Zu sagen, auch wenn das unangenehm ist, ich kann mir das vorstellen. Also ich habe da zum Beispiel nie ein Problem mit gehabt, weil ich mir dachte, beide Seiten wollen ja, dass sie glücklich sind. Drücken wir es mal so aus. Und deswegen habe ich nie ein Problem damit gehabt, mit meinem Partner darüber zu sprechen, wenn mich was gestört hat. Deswegen kann ich euch das halt nur mit auf den Weg geben oder dir mit auf den Weg geben. Entweder es ist halt situationsbedingt, dass du vielleicht generell viel im Kopf hast, das haben ganz viele, dass sie dann da einfach nicht so drauf können oder da nicht so richtig so loslassen, abschalten können. Oder es ist halt wirklich, dass es ein generelles Problem ist und dann ist halt wichtig, dich hinzusetzen mit deinem Partner und zu sagen, ey, ich muss mal mit dir darüber sprechen, das ist doch überhaupt nicht böse gemeint oder so, ich will dir nichts Böses damit, das gefällt mir eigentlich generell gut, aber das unterstört mich oder das finde ich blöd oder deshalb kann ich mich nicht fallen lassen. Und ich glaube, dann kann man das Problem auf jeden Fall lösen. Wie fühlst du dich als angehende Mama? Jetzt haben wir mal ein
eine Babyfrage. Ich fühle mich gut, muss ich sagen. Ich fühle mich richtig gut. Ich habe auch gar nicht so dieses Gefühl, so dieses Beklemmende, was viele haben am Anfang, von wegen so, mein Leben ist jetzt vorbei. Gar nicht. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich habe schon so viel in meinem Leben erlebt. Ich war schon in so vielen Urlauben und ich möchte das auf jeden Fall mit meinem Baby fortsetzen, in den Urlaub zu fliegen und ihm die Welt oder ihr die Welt zu zeigen. Und das ist mir ganz wichtig. An Strand und Meer und weiß ich nicht. Und generell, ich war schon in so vielen Ländern, ich habe schon so viele Kulturen kennengelernt, ich habe schon so viele Events gesehen, ich war schon in so vielen Städten in Deutschland, ich war schon auf so vielen Konzerten, ich war auf Festivals, ich habe Party gemacht bis zum geht nicht mehr. Also ich habe mein Jugendleben auf jeden Fall ausgelebt, würde ich sagen. Und außerdem darf man ja auch nicht vergessen, dass man nicht tot ist, wenn man ein Kind bekommt. Generell ist es eine Bereicherung, es ist was Wunderschönes, das ist einfach ein Mini-Me von dir selber und der Person, die du liebst oder wie auch immer, keine Ahnung, ist ja bei jedem anders. Aber ihr wisst, wie ich meine. Oh, jetzt seid ihr wieder verrutscht. I'm so sorry. Und deswegen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das war immer schon einer meiner größten Wünsche, auf jeden Fall irgendwann Mama zu werden. Und deswegen fühle ich mich richtig gut. Ich freue mich mega. Ich weiß, dass es bestimmt in den ein oder anderen Situationen eine Herausforderung für mich sein wird. Aber die nehme ich gerne in Kauf. Ich freue mich super auf die Zeit. Und ich werde das hundertprozentig meistern. Da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich wird es irgendwann bestimmt auch mal Momente geben, in denen ich total überfordert bin und mir denke, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich komme mit dieser Situation gerade nicht klar. Aber das gehört zum Leben dazu und auch dafür bin ich bereit. Deswegen, ich freue mich übel, wirklich. Ich freue mich sehr, Mama zu werden, das muss ich schon echt sagen. Einige hatten mich auch gefragt, ob ich mal meine Spotify-Playlist zeigen kann. Ich kann euch vorweg schon mal sagen, Mädels, ich höre momentan nicht so oft Musik. Ich habe auch kein Spotify-Premium mehr. Das heißt, wir müssen so reinhören in meine Playlist. Aber ich zeige sie euch natürlich trotzdem gerne. Deswegen würde ich sagen, hauen wir mal rein hier die Musik. Uno. Delicious. Burgerlicious, Deckernicious, making boys go loco. And little kisses. That puts them boys on rock, rock. And they burgerlicious step. What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? Oh, oh. Einen kleinen Erdbeermilchshake. Gerne, das war's. Das war's schon, ja. Dann können Sie sich vorne. Dankeschön. Jawohl, mein Lieber. Ich zahle mit Karte. Danke. Ciao. Wieder ein Pappbecher. Wollte schon Plastik sagen, aber ist kein Plastik. Absagen geben, yep, ich darf das. Der Manager auf gerade, dass ich nicht deinen Namen sag. No way. Fuck shaming. Stelle keine Frauen in Schatten, damit sie scheint. Yes. Und dann hoffe ich sehr, dass das Video euch gefallen hat. Es war mal wieder was anderes. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns hoffentlich mal im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und ich hab euch lieb. Tschüssi.